Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium und spiritueller Coach und das ist das Orakel der Seele für die Woche vom 16. bis 22. März. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an, auf der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind und ich schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen in dieser Woche auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Zur Veranschaulichung nehme ich meine kleine Helferin zur Hand, das Kollektiv Mädchen, dass ich stellvertretend für uns alle schon mal die kommende Woche vorausschicke, schaue, was ihr widerfährt und somit, was uns widerfahren wird. Und am Ende des Orakels gibt es wie immer eine kleine Energieübertragung, damit wir möglichst gut durch die Woche kommen. Dann gehen wir mal los. Wir starten mit einem sehr schönen Bild in die Woche. Unser Kollektiv Mädchen sitzt da in einem Kreis, also sie sitzt in der Mitte des Kreises, in einem Schneidersitz, sie meditiert, sie ist so in sich gekehrt, fühlt sich aber sehr entspannt an und um sie herum ist eben ein Kreis gebildet mit anderen Menschen. Und jetzt fragen wir mal, was das genau bedeutet. Also in dieser Woche lohnt es sich, ein bisschen in Rückzug zu gehen, sich zurückzuziehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, eben auch mal allein zu sein. Was nicht bedeutet, dass wir einsam sein sollen, aber einfach diese schöne Zeit mit sich selbst verbringen, für sich etwas tun. Die Zeit genießen, aber eben auch reflektieren, nach innen schauen, hinterfragen, sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit sich selbst Dialoge bzw. dann Monologe führen, herausfinden, was man wirklich will, wo man hin will, wo man gerade steht im Leben. Also dieses für sich sein, bei sich sein, das ist so intensiv diese Woche und da können wir wirklich sehr, sehr viele Erkenntnisse bekommen. Aber, und das ist jetzt wieder so ein Yin und Yang, wie im Innen so außen, diese Dualität, wir brauchen, oder was heißt brauchen, aber wenn wir dieses nach innen gehen haben, dann eben auch das nach außen gehen. Auch der Austausch mit anderen Menschen bringt uns genauso weiter in dieser Woche. Also wechsle zwischen für dich sein und dich mit anderen auseinandersetzen, aber vor allem, und darum geht es, mit deinem inneren Kreis, also diesem Inner Circle, den Menschen, die dir wirklich was bedeuten, die dir wirklich am Herzen liegen, mit denen du wirklich eine enge Verbindung hast, mit denen du dich austauschen kannst, die dich weiterbringen, die du weiterbringst, wo wirklich so ein toller Austausch da ist, ein Geben und Nehmen. Also stürz dich nicht in die große Menge, sondern umgib dich mit den Menschen, die dir gut tun, ja, mit denen du dich gerne austauschst, die dir Energie geben, anstatt dir Energie absaugen, beziehungsweise wo ihr einfach gut im Austausch seid. Und das können eben Verwandte sein, das kann dein Liebster, deine Liebste sein, deine besten Freunde, Freundinnen, manchmal auch Kollegen. Ja, also öffne dich, sei achtsam, achte darauf, wer tut dir gut, wer gehört in deinen inneren Kreis mit hinein. Und das ist intensiv in dieser Woche. Und bei all dem, was ich natürlich gerade erzähle, muss ich an die momentane Lage denken mit Coronavirus. Im Prinzip führt das da dazu. Wenn man etwas Positives daran sehen möchte, und ich frage mich ja immer, wozu dient das auch und was bringt das mit sich an Erfahrung, an Lernaufgabe, dann ist es für mich definitiv das. Diese Großveranstaltungen werden abgesagt, Klassenreisen werden abgesagt. Wir haben in gewisser Weise auch eine Ausrede zu sagen, ah, da gehe ich jetzt nicht hin, das ist zu gefährlich. Also es ist nicht so, dass wir eine Ausrede bräuchten, aber der ein oder andere trauen sich doch nicht abzusagen und zu sagen, ich will da jetzt nicht hin und ich würde einfach lieber mal ein Wochenende zu Hause bleiben. Und dieses eben zu Hause bleiben müssen, teilweise müssen, für sich sein, also das ist die große Chance da dabei. Das ist diese Chance, mal eben mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu gucken, ey, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sein müsste, wenn ich nicht die Ablenkung im Außen suchen kann, wenn ich wirklich nur Kontakt zu den engsten Menschen um mich herum habe. Wie sieht dann mein Leben aus? Wie fühlt sich das an? Was würde ich dann auch in Zukunft verändern, wenn ich ja nicht so weitermachen wollen würde wie bis jetzt? Also all das, was gerade ist, bietet diese große Chance, mal einen anderen Weg einzuschlagen und sich eben nicht rechtfertigen zu müssen, mal nur zu Hause zu bleiben oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und genau diese Energien haben wir in dieser Woche. Also es passt tatsächlich wirklich perfekt übereinander. Und das ist eben unsere Chance, dieses nach innen gehen, für sich selbst sein. Ich weiß, vielen fällt es schwer, mit sich alleine zu sein. Aber wenn wir das nicht können, mit uns alleine sein, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, dann wird es auch wirklich schwierig, dann im Außen schöne Beziehungen in jeglicher Form zu führen. Also,
Lerne, mit dir selbst klarzukommen, dich selbst zu lieben, die Zeit zu genießen, wo du mit dir allein bist. Lerne da zu reflektieren, lerne achtsam zu sein und eben achte darauf oder finde auch heraus, falls du es noch nicht ganz weißt, welche Menschen dir gut tun, welche Menschen wirklich in deinem inneren Zirkel sind, welche wirklich zu dir gehören, welche wirklich auch eine Bereicherung für dich und dein Leben sind und natürlich auch umgekehrt. Also es wird eine sehr spannende Woche mit diesem Schwanken, sage ich jetzt mal, von allein sein, für sich sein und eben in diesem inneren Zirkel mit den Menschen zusammen sein, die einem wirklich am Herzen liegen. Also sehr, sehr interessant und ich bin mir sicher, dass da wieder viele Erkenntnisse kommen werden, dass sich viel Klarheit auch ergeben wird. Falls du dir mit den ein oder anderen Beziehungen in deinem Leben noch nicht sicher bist oder dich irgendwie unwohl mit dir selbst fühlst, dann hol dir Unterstützung. Schau bei den werbestu.com Seelenhelfern vorbei. Da gibt es ganz tolle spirituelle Berater, Medien, die dir da weiterhelfen können, herausfinden können, wo du noch die ein oder andere Blockade hast oder noch verlorene Seelenanteile. Und wenn du dieses Alleinsein in dieser Woche auch nutzen möchtest, um dich spirituell weiterzubilden, dann schau dir gerne meine Online-Kurse an auf meiner Homepage yvonneboehm.de. So, jetzt gehen wir über zur Energieübertragung. Dafür machst du es dir wieder bequem. Du kannst dich hinsetzen, du kannst dich hinlegen. Wir schließen sowieso gleich die Augen. Es ist also nur wichtig, dass du mich hörst. Und dann atmen wir einfach dreimal tief ein und aus. Mit jedem Ausatmen fällt ein Stück des Ballastes von anderen und des Alltags von dir ab. Und du kannst dich mehr und mehr entspannen und zur Ruhe kommen. Fühle, wie aus dir heraus, aus deinem ganzen Körper, wunderschöne, dicke, starke Wurzeln kommen, die nach unten in die Erde ranken. Und du spürst jetzt, wie sich die Erdenergie mit deinen Wurzeln verbindet und dir ganz wundervolle, stabile, hohe Wohlfühlenergie schickt. Und du spürst, wie dich das entspannt, wie du zur Ruhe kommst, wie du geerdet wirst, wie du Sicherheit und Stabilität fühlst. Du spürst in diesem Moment, dass alles gut ist. Du spürst, dass du beschützt bist. Du spürst, dass du eins mit Mutter Erde bist. Und in diesem Moment spüre ich über uns wundervolle Lichtwesen. Sie sind weiß leuchtend und sie sagen, wir sind für euch da. Wir beschützen euch. Wir sorgen dafür, dass ihr nur das Beste erfahrt, erlebt, dass ihr stark werdet. Und sie schicken uns ein wundervolles weißes Licht voller hoher reinigender Energie. Und du spürst, wie du jetzt in einer Lichtsäule drin bist. Du spürst, dass du nicht allein bist, selbst wenn du mal allein sein solltest in dieser Welt. Du spürst, dass die geistige Welt immer für dich da ist. Und du genießt jetzt einfach nur dieses wundervolle Licht. Und ich spüre jetzt, wie durch mich grünes Licht der Heilung, des Loslassens geschickt wird. Dieses grüne Licht bündle ich in mir, in meiner Körpermitte, in meinem Solarplexus-Chakra. Und von dort aus wird es in einem dicken, grünen Lichtstrahl zu dir gesendet. Und du spürst, wie es warm wird. Du spürst, wie alte Wunden, wie alte Verletzungen geheilt werden. Und du spürst wieder, dass alles gut ist. Du genießt diese drei Energien, die von unten von der Erde zu dir fließen, von der Seite durch mich durchgeleitet werden und von oben von den wundervollen Lichtwesen, die für dich da sind.
mit dieser wundervollen Lichtenergie entlasse ich dich jetzt in die kommende Woche. Du kannst gerne noch für einen Moment in dieser Position bleiben, diese Energie genießen. Und diese Energie wird die ganze kommende Woche für dich da sein und dich unterstützen. In diesem Sinne, wundervolle Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich wie immer über ein Like oder einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Und bis zur nächsten Woche.